Und im Grunde sehen wir diesen Umbruch, der gerade passiert, als eine riesige Chance, dass man jetzt wirklich aufmerksam darauf wird, dass das Menschliche eigentlich viel wichtiger ist, als wir immer dachten. Das heißt, die Frage ist jetzt eigentlich auch, wie können wir einerseits diese neuen Technologien nutzen, hier Zoom-Meetings machen, uns mit Menschen überall verbinden, auch die Chancen wirklich nutzen, die in diesem digitalisierten Raum möglich sind. Aber, und das ist so ein bisschen das, was wir einbringen wollen, ich glaube, es ist auch wirklich umso wichtiger, sich jetzt anzuschauen, wie können wir online menschlicher werden. Weil wenn wir jetzt nicht darauf achten, was ein Mensch braucht, um aufmerksam zu bleiben, was er braucht, um wirklich auch unterhalten zu werden, um das Gefühl zu haben, in einem Meeting durchaus auch Vertrauen aufzubauen oder ein Gefühl dafür zu haben, wer sind eigentlich die anderen Menschen, die jetzt hier sind, wenn wir diese ganzen menschlichen Aspekte außen vor lassen, dann wird es uns nicht gelingen, Online-Formate zu machen, die den Leuten wirklich auch was bringen. Steve Jobs von Apple war ja auch ein großer Verfechter davon und meint halt auch, dass diese zufälligen Begegnungen, die im Büro passieren, die neuen Initiativen, die sich ergeben aus Kaffee-Diskussionen sozusagen, dass man das eigentlich nicht ersetzen kann jetzt im virtuellen Raum. Und sozusagen das Networking, das nach dem formellen Rahmen stattfindet, wo meistens die spannendsten Ideen und potenziellen Kooperationen besprochen werden, das fällt jetzt weg. Und die Frage ist jetzt dann, wie viel vom Mehrwert kann man jetzt digital sozusagen vermitteln, wenn eben dieser Rahmen wegfällt? Der Füllinger hat gesagt, eben echte menschliche Begegnung wird eigentlich nicht ersetzt werden können. Das glaube ich auch. Und ich glaube aber doch, dass diese Zeit uns eigentlich ermöglicht, eben bewusst zu werden, wie wichtig gerade diese menschlichen Komponenten sind. Weil ich glaube, es besteht ja auch gerade bei Technologien oft die Gefahr, dass wenn wir diese menschlichen Aspekte nicht berücksichtigen, dass die Leute dann auch die Technologien ablehnen. Ich glaube, das Schöne wäre eigentlich, wenn es jetzt dann gar nicht so darum geht, entweder offline oder online, sondern ich glaube, und dass es sich ganz stark in die Richtung entwickeln wird, dass wir einfach Merger kreieren und dass wir aus beiden Welten, so es sein soll, die besten Optionen herausnehmen und das miteinander verbinden. Ich glaube, nachdem wir mit sehr bodenständigen und gesetzten Industriezweigen zu tun haben, hat uns die Krise intensiv in eine Richtung gedrängt, weil es einfach notwendig war, jetzt diese Mittel und diese Technologien, die zur Verfügung stehen, einfach auch zu nutzen. Ich glaube, es ist jetzt notwendig, das umzureflektieren, um zu erkennen, welche Werte können aus der früheren Art zu arbeiten und welche Werte aus der jetzigen Art zu arbeiten uns am besten in eine bessere Zukunft führen. Was bleibt davon über? Von diesem Digitalisierungsboost, von dem ja jetzt viele sprechen. Und wenn wir jetzt noch einmal hinschauen, und das haben wir heute in der Diskussion auch sehr stark herausgehört, geht sehr viel jetzt gerade um Homeoffice, um Einsatz von Online-Meeting-Tools. Also wenn wir ganz ehrlich sind, eigentlich um Technologien, die es ja schon seit ganz, ganz vielen Jahren gibt und bislang einfach von vielen Unternehmen nicht eingesetzt wurden, weil halt einfach gar kein Bedarf da war. Und da muss ich schon noch ein bisschen in den Raum stellen, reden wir da jetzt wirklich schon von digitaler Transformation, nur weil Menschen mit einem Laptop zu Hause sitzen und per eben Videokonferenz jetzt an einer Besprechung teilnehmen. Weil dahinter steckt ja ganz, ganz oft jetzt eben keine durchdachte Digitalisierungsstrategie, sondern das ist halt jetzt aus der Not heraus entstanden. Das ist ja auch gut so. Es geht ja in vielen Fällen einfach darum, Betriebe am Laufen zu halten. Aber ich glaube, gerade deshalb ist jetzt der richtige Zeitpunkt, auch nachzudenken, wie können wir diese Entwicklungen, durchaus sehr positiven Entwicklungen, auch weiterhin in unser Arbeitsleben mit einfließen lassen. Und es geht wirklich darum, zu überlegen, wie können wir jetzt diesen Digitalisierungssprint auch so weit weiter überlegen in Richtung, wie können wir uns auf einen Marathon oder vielleicht auch sogar Triathlon sozusagen vorbereiten. Und ja, da einfach fit zu sein für die Arbeitswelt der Zukunft.